ist eine politische Not. Das deutsche Volk ist in sich zerfallen. Seine ganze Lebenskraft wird für den inneren Kampf verbraucht. Das Bauen auf die Stärke des eigenen Willens. So, liebe Zuschauer, werden die Theatergänger vor dem berühmten Brecht-Theater begrüßt, wenn der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi auf dem Programm steht. Und damit herzlich willkommen zum vierten Dreisatabend vom Berliner Theatertreffen. Martin Wuttke, der neue Intendant des Berliner Ensembles, ist der Star dieser letzten Inszenierung des Dramatikers Heiner Müller. Seit einem Jahr ist seine brillante Darstellung des Gauners Uhi, der eine ganze Stadt beherrscht, in aller Munde. So hat es nicht verwundert, dass die Jury zum Theatertreffen diese Inszenierung auswählte. Bertolt Brecht schrieb diese Parabel auf den Aufstieg des Adolf Hitler 1941, lange bevor das ganze Ausmaß der Nazi-Verbrechen deutlich wurde. Trotzdem gab es immer wieder Leute, die sich gegen eine Aufführung stellten und darin eine Verniedlichung erblickten. Ob Heiner Müllers Inszenierung den Gegenbeweis antritt? Freuen Sie sich jedenfalls auf großartige Schauspielkunst und auf die Wiederbegegnung mit einer lebenden Legende des deutschen Theaters. Noch einmal steht Bernhard Minetti mit seinen 91 Jahren auf der Bühne. Jetzt also der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi in einer Aufzeichnung aus dem Berliner Ensemble.
Was mit dir, weil ich den Glauben habe, weil ich fanatisch glaube an die Sachen mit dem Glauben. Nicht sonst als den Glauben in Scharne, die Staaten darf ich dich nie gezwungen mit dem Glauben. Kann ich zum Tagswagen mit dem Glauben, trat ich ins Stadt, das einen meinen Leib bewirte, nicht als meinen, und das schütt alles im Glauben. Ist, als ob die Nacht am hellen Mittag ausbricht. Nun, meine Herren, Kopf hoch. Wer noch nicht tot ist, lebt noch. Nicht tot sein heißt nicht leben. Warum schwarz sehen? Der Lebensmittelhandel ist im Grund durchaus gesund. Es ist Futter für die 4 Millionen Stadt. Was Krise oder nicht? Die Stadt braucht frisches Grünzeug und wir schaffen's. Wie steht es mit den Grünzeugläden? Faul, mit Kunden einen halben Kohlkopf kaufend und den auf Bord. Der Kaffiol verfault uns. Im Vorraum wartet übrigens ein Kerl, ich sag's nur, weil es kurios ist, namens... Ui. Der Gangster? Ja, persönlich. Riecht das Aas.
und sucht mit ihm sogleich Geschäftsverbindung. Sein Leutnant Herr Ernesto Roma meint, er könnte die Grünzirkeläden überzeugen, dass anderen Karfiol zu kaufen als den unseren ungesund ist. Er verspricht, den Umsatz zu verdoppeln, weil die Händler nach seiner Meinung lieber noch Karfiol als Särge kaufen. Das ist eine Unverschämtheit. Thompson-Kanonen und Milzbomben, neue Verkaufsideen, endlich frisches Blut im Karfiol-Geschäft. Es hat sich rumgesprochen, dass wir schlecht schlafen. Herr Arturo Ui beeilt sich, seine Dienste anzubieten. Schmeißt ihn hinaus. Doch höflich, wer kann wissen, wie weit es mit uns noch kommen wird. Was ist mit Doxborough und einer Stadtanleihe? Der Mann war nie im Herzen mit uns. Was ist im Karfiol, was das Transportgeschäft? Seinetwegen kann das Grünzeug dieser Stadt verfaulen, da rührt kein Finger. 19 Jahre holt er unsere Gelder in den Wahlfonds. Oder sind's 20? Und die ganze Zeit sei er Karfiol nur auf der Schüssel und stand nie in einer einzigen Garage. So ist's. Der Mann weiß nicht, wo Gott wohnt. Das ist's. Was fehlt ihm? Wissen fehlt ihm. Doxborough weiß nicht, wie einer sich in unserer Haut fühlt. Die Frage heißt also, wie kommt Doxborough in unsere Haut? Ich lief von Pontius zu Pilatus. Pontius war weggereist, Pilatus war im Bad. Man sieht nur noch die Rücken seiner Freunde. Der Bruder, ehe er seinen Bruder trifft, kauft sich beim Trödler alte Stiefel, nur nicht angepumpt zu werden. Alte Partner fürchten einander so, dass sie vorm Stadthaus einander ansprechen mit erfundenen Namen. Die ganze Stadt näht sich die Taschen zu. Was ist mit meinem Vorschlag? Zu verkaufen? Das tue ich nicht. Ihr wollt das Sapper für das Trinkgeld und dann auch noch den Dank fürs Trinkgeld. Was ich von euch denke, sag ich besser nicht. Mehr kriegst du nirgends. Und von meinen Freunden krieg ich nicht mehr als anderswo. Ich weiß. Das Geld ist teuer jetzt. Am teuersten für den, der es braucht. Und dass es einer braucht, weiß niemand besser als sein Freund. Du kannst die Reederei nicht halten. Und du weißt, ich habe dazu eine Frau, die ich vielleicht auch nicht mehr halten kann. Wenn du verkaufst? Ist's ein Jahr länger. Wissen möchte ich nur, wozu ihr meine Reederei wollt. Wer ist's? Arturo Ui, der Gangster. Wie? Wenn du an uns verkauftest? Er verfolgt uns mit Angeboten, unseren Karfiol mit seinem Browning abzusetzen. Solche wie diesen Ui gibt es jetzt viele schon. Das überzieht die Stadt jetzt wie ein Aussatz, der Finger ihr und Arm und Schulter anfrisst. Woher es kommt, weiß keiner. Jeder ahnt, es kommt aus einem tiefen Loch, dies rauben, entführen, pressen, schrecken, drohen und schlachten dies. Hände hoch und rette sich, wer kann. Man müsst's ausbrennen. Schnell, denn es steckt an. Wie wenn du an uns verkauftest? Ja, es stimmt. Da ist eine Ähnlichkeit, nicht stark mit dem, doch eben da, mehr ahnbar noch als sichtbar. Am Grund von Teichen sieht man manchmal Äste, grün und verschleimt. Es könnten Schlangen sein, doch sind's wohl Äste, oder doch nicht? Ja, jetzt, wo ich ihn sah und dann dich, ist's mir, als hätte ich früher schon sowas gemerkt, doch nicht verstanden und nicht nur bei dir. Sag noch einmal, wie wenn du an uns verkaufst. Ich glaub, die Stimme ist auch. Nein, besser sag, die Hände hoch, denn das ist's, was du meinst. Ich heb sie hoch, Clark. Nehmt die Reederei. Gebt mir einen Fußtritt dafür oder zwei. Gebt mir zwei Fußtritt, das ist etwas mehr. Du bist verrückt. Ich wünschte, das ist fair. Stinkend wie ein fauler Fisch. Mein Vater lehnt ihn ab. Vergiss ihn, Alter. Wir fragen, du sagst nein, gut, dann ist's nein. Es ist fischig, solche Kai-Anlagen kenne ich, ich mach's nicht.
Vater macht's nicht. Gut, vergiss es. Ich sah euch ungern auf den Weg. Die Stadt ist keine Suppenschüssel, in die jeder den Löffel stecken kann. Verdammt auch, euer Geschäft ist ganz gesund. Was sag ich, Flake? Ihr seht zu schwarz. Schwarz sehen ist Verrat. Ihr fallt euch selber in den Rücken, Jungs. Schaut, was verkauft ihr Karfiol. Das ist so gut wie Fleisch und Brot. Und Fleisch und Brot und Grünzeug braucht der Mensch. Steaks ohne Zwiebeln und Hammel ohne Bohnen. Und den Gast sehe ich nicht wieder. Der und jener ist ein wenig knapp im Augenblick. Er zaudert, bevor er einen neuen Anzug kauft. Jedoch, dass diese Stadt gesund wie je nicht mehr 10 Cent aufbrächte für Gemüse, ist nicht zu fürchten. Kopf hoch, Jungs, was? Es tut wohl, dir zuzuhören, Doxborough. Es gibt einen Mut zum Kampf. Die Stadt wäre ohne dich nicht, was sie ist heute. Und mit der Stadt wäre der Carfiol Trust nicht, was er heute ist. Ich freue mich, dass du ihn im Kern gesund nennst, denn wir haben gestern beschlossen, dir zu diesem festlichen Anlass, sag als Beweis für unsere hohe Schätzung und Zeichen, dass wir uns dir immer noch im Herzen irgendwie verbunden fühlen, die Aktienmehrheit in Schieds Reederei für $20,000 anzubieten. Das ist noch nicht die Hälfte ihres Werts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nichts. Schieb das Paket ein. Denn ein ehrlicher Mann kann's brauchen. Wie? Verdammt den ehrlichen Weg. Kommt wohl der goldene Waggon nicht oft? Wie? Ja. Und dein Junge hier, ein guter Name, heißt's, ist mehr als ein gutes Bankbuch wert. Nun, er wird's nicht verachten. Nimm das Zeug! Schiedsreederei. Du kannst sie sehen von hier. Ich sah sie 20 Jahre. Es wäre dieselbe Reederei, in der ich nur ein kleiner Wirt war. Da siehst du, Junge, Ehrlichkeit bezahlt sich mitunter auch. Es ist, wie ihr sagt, der Junge hat, wenn ich gehe, nicht viel mehr als den guten Namen zu erben. Und ich sah so viel Übles verübt aus Not. In der
Ich wollte, Arturo, du befreitest dich aus dieser Stimmung braunen Trübsinns und untätiger Träumerei, von der die Stadt schon spricht. Wer spricht? Kein Mensch spricht von mir heute noch. Die Stadt hat kein Gedächtnis. Ach, kurzlebig ist hier der Ruhm. 2 Monate kein Mord und man ist vergessen. Schweigt der Mauser, schweigt die Presse. Selbst wenn ich die Morde liefere, kann ich nie sicher sein, dass das gedruckt wird. Denn nicht die Tat zählt, sondern nur der Einfluss. Und der hängt wieder ab von meinem Bankbuch. Kurz, es ist so weit gekommen, dass ich manchmal versucht bin, alles hinzuschmeißen. Auch bei unseren Jungens macht der Bargeldmangel sich peinlich fühlbar. Die Moral sinkt ab. Untätigkeit verdirbt sie mir. Ein Mann, der nur auf Spielkarten schießt, verkommt. Ich gehe schon nicht mehr gern ins Hauptquartier, Arturo. Sie dauern mich. Mein Morgen geht es los. Bleibt mir im Hals stecken, wenn ich ihre Blicke sehe. Dein Plan für das Gemüseracket war so vielversprechend. Warum nicht beginnen? Nicht jetzt. Nein, nicht von unten. Es ist zu früh. Zu früh ist gut. Seit ich der Trast wegschickte, sitzt du 4 Monate jetzt schon herum und brütest. Pläne. Halbherzige Versuche. Der Besuch beim Trast brach dir das Rückgrat. Und der kleine Zwischenfall in Harpers Bank mit diesem Polizisten liegt dir noch in den Knochen. Aber sie schossen! In die Luft. Es war ungesetzlich. Um ein Haar, 2 Zeugen weniger und ich säße im Kittchen jetzt. Und dieser Richter nicht für 2 Cent Sympathie. Für Grünzeugläden schießt keine Polizei, sie schießt für Banken. Schau her, Arturo, wir beginnen mit der 11. Straße, Fenster eingehaut, Petroleum auf Kaffiol, das Mobiliar zerhackt zu Brennholz. Und wir arbeiten uns hinunter bis zur 7. Straße ein. 2 Tage später tritt Manuele Giri, Nelke im Knopfloch in die Läden und sagt Schutz zu. 10% vom Umsatz. Nein! Erst brauche ich selber Schutz vor Polizei und Richter. Muss ich erst geschützt sein, ehe ich andere schützen kann. Es geht nur von oben. Hab ich den Richter nicht in meiner Tasche, indem er was von mir und seiner hat, bin ich ganz machtlos. Jeder kleine Schutzmann schießt mich, breche ich in eine Bank, halbtot. Bleibt uns nur Givolas Plan, der hat den Riecher für Dreck. Und wenn er sagt, der Kaffiol-Trast riecht anheimelnd faul, muss etwas dran sein. Und es war ein Teil Gerede, als die Stadt, wie es heißt, auf Doxboros Empfehlung damals die Anleihe gab. Seitdem wird dies und das gemunkelt über irgendwas, was nicht gebaut sein soll und eigentlich sein müsste. Andererseits war Doxboro dafür. Und warum sollte alte Sonntagsschüler für etwas sein, wenn es irgend fischig ist? Da kommt der Rap vom Star. Von solchen Sachen weiß niemand mehr als Reck. Hallo, Ted. Hallo ihr, hallo Roma, hallo Ui. Wie geht's denn, Capua? Was meint er? Oh, nichts weiter, Ui. Das war ein kleiner Ort, wo einst ein großes Heer verkam durch Nichtstun, Wohlleben, mangelnde Übung. So, verdammt! Kein Streit. Erzähl uns was von dieser Anleihe für den Kaffiol-Trast, Ted. Was schert euch das? Verkauft ihr jetzt Kaffiol? Ich hab's. Ihr wollt auch eine Anleihe von der Stadt? Fragt Toxboro. Der Alte peitscht sie durch. Soll ein Geschäftszweig im Grundgesund, jedoch vorübergehend bedroht von Dürre untergehen? Kein Auge bleibt trocken in der Stadtverwaltung. Jeder fühlt tief mit dem Kaffiol, als wäre es ein Stück von ihm. Auch mit dem Bräuning fühlt man nicht, Arturo. Weiß ich nicht, hätte er es nicht bei Humor. Ich kann es mir denken. Givola heißt es, war schon bei Capone um Arbeit. Noch immer kurz bei Givolas Nebenbraut, die 4. Nebenbraut des 3. Nebenleutnants, eines schnell sinkenden Sterns von 2. Größe. Oh, traurig los. Stopp, gib sein verdammtes Maul! Dem Gangster pflicht die Nachwelt keine Grenze. Die wankelmütige Menge wendet sich zu neuen Helden und der Held von gestern
sinkt in Vergessenheit. Sein Steckbrief gilt in staubigen Archiven. Schlug ich nicht euch Wunden, Leute? Wann? Eins. Ach, die Wunden sind lang schon Narben und die schönsten Narben verlaufen sich mit denen, die sie tragen. So bleibt in einer Welt, wo gute Taten so unbemerkt gehen, nicht einmal von Üblen ein kleines Zeugnis ein. O faule Welt! Stopf in das Maul! Du bist nervös, Arthur! Diese Burschen behandeln mich wie Dreck! Warum? Es ist nur dein langes Schweigen, nicht sonst. Wo bleibt Siri? Mutschitsch, Kassier, von dem er so viel faselt. Er wollte mit ihm um 3 Uhr hier sein. Und was ist das mit dem Sivola? Und dem Capone? Nichts Ernstliches. Capone war bei ihm nur im Blumenladen Kränze einzukaufen. Kränze? Für wen? Ich weiß nicht. Nicht für uns. Ich bin nicht sicher. Ach, du siehst zu schwarz heute. Kein Mensch bekümmert sich um uns. So ist das. Dreck. Behandelt mit mehr Respekt. Der Sivola läuft weg. Beim ersten Misserfolg. Ich schwöre dir, ich rechne ab mit ihm. Beim ersten Erfolg. Giri. Das ist der Mann, Chef. Und du bist bei Schied Kassierer im Parfioltrast. War dort Kassierer, Chef, bis vorige Woche. Bis dieser Hund... Er hasst, was nach Kaffiol riecht. Der Doxboro. Was ist mit Doxboro? Was hattest du zu tun mit Doxboro? Drum schleife ich hinterher. Der Doxboro hat mich gefeuert. Aus Schiedsrederei. Aus seiner eigenen... Es ist seine seit Anfang September. Das ist korrupt. Bei Gott. Der Doxboro hat Dreck am Stecken. 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 Haus am See hätte ich nicht nehmen dürfen. Dass ich mir das Paket halb schenken ließ, war nicht angreifbar. Absolut nicht. Dass ich um die Anleihe ging, weil ich am eigenen Leib erfuhr, wie da ein blühender Geschäftszweig verkam aus Not, war kaum ein Unrecht. Nur, dass ich vertrauend, dass die Reederei was abwirf, dies Landhaus schon genommen hatte, als ich diese Anleihe vorschlug und so insgeheim in eigener Sache gehandelt hab, war falsch. Ja, Vater. Was kann der Butcher wollen? Es waren die Pappeln, die an diesem Haus mich reizten. Und der Blick zum See wie Silber, bevor es zu Talern wird. Und das nicht saure Geruch von altem Bier hier hängt. Die Tannen sind auch gut anzusehen, besonders die Wipfel. Es ist ein grau-grün, staubig und die Stämme von der Farbe des Kalbleders, das man früher beim Abzapfen am Fass verwandte. Aber den Ausschlag gaben die Pappeln, ja, die Pappeln waren's. Heute ist Sonntag, wie? Die Glocken klängen friedlich, wer in der Welt nicht so viel Menschenbosheit. Was kann der Butcher heute am Sonntag wollen? Dies Haus am See. Vater, Butcher sagt, im Stadthaus sei heute Nacht beantragt worden, den Stand der Kay-Anlagen des Carfiol-Trusts zu untersuchen. Vater, fehlt dir was? Mein Kampfer!
Doxboro. Hinaus! Nun, nun, gemütlich, nichts Übereiltes. Heute ist Sonntag, was? Ich sag hinaus. Mein Vater sagt hinaus. Und sagt das nochmals, ist's nochmals nichts Neues. Herr Doxboro. Wo sind die Diener holen? Die Polizei. Bleib lieber stehen, Sohn. Schau, im Flur mag sein, sind ein paar Jungens, die dich missverstehen können. So, Gewalt. Oh, nicht Gewalt, nur etwas Nachdruck, Freund. Herr Doxboro, ich weiß, Sie können mich nicht oder nur vom Hören sagen, was schlimmer ist, Herr Doxboro. Sie sehen vor sich einen verkannten Mann, sein Bild geschwärzt von Neid, sein Wollen entstellt von Niedertracht, als ich von nunmehr 14 Jahren als Sohn der Bronx und einfacher Arbeitsloser in dieser Stadt meine Laufbahn anfing, die, ich kann es sagen, nicht ganz erfolglos war, hatte ich um mich nur sieben brave Jungs mittellos jedoch entschlossen, wie ich, ihr Fleisch herauszuschneiden aus jeder Kuh, die unser Herrgott schuf. Und jetzt sind es 30 und es werden mehr sein. Sie werden fragen, was will Ui von mir? Ich will nicht viel. Ich will nur eines, nicht verkannt sein, nicht als Glücksjäger, Abenteurer oder was weiß ich, betrachtet werden! Sie meinen, für Sie bürgen. Wenn es Not tut, das hängt davon ab, ob wir im Guten auskommen mit den Grünzeughändlern. Was haben Sie im Grünzeughandel zu schaffen? Ich komme dazu. Ich bin entschlossen, ihn zu schützen gegen jeden Übergriff, wenn es sein muss mit Gewalt. Soviel ich weiß, ist er bis jetzt von keiner Seite bedroht. Bis jetzt? Vielleicht. Ich sehe aber weiter und frage, wie lang? In solcher Stadt mit einer Polizei und tüchtig und korrupt wird der Gemüsehändler sein Gemüse in Ruhe verkaufen können. Wird ihm nicht vielleicht schon morgen früh sein kleiner Laden von ruchloser Hand zerstört in die Kasse geraubt sein? Wird er nicht lieber heute schon gegen kleines Entgelt kräftigen Schutz genießen wollen? Ich denke eher nein. Das wird bedeuten, dass er nicht weiß, was für ihn gut ist. Das ist möglich. Der kleine Grünzeughändler. Fleißig. Aber beschränkt! Auf ihn. Aber selten, weitblickend, braucht starke Führung. Leider kennt er nicht Verantwortung, den Trust gegenüber dem er alles verdankt. Auch hier, Herr Doxboro, setzt meine Aufgabe ein, denn auch der Trust muss heute geschützt sein. Weg mit faulen Zahlen, zahl oder schließ den Laden. Mögen einige Schwachen zugrunde gehen, das ist Naturgesetz. Gott. Der Carfiol-Trust braucht mich. Was geht mich der Carfiol-Trust an? Ich denke, Sie sind mit Ihrem merkwürdigen Plan an falscher Stelle, Mann. Darüber später. Wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen Feiste im Carfiol-Trust. 30 entschlossene Männer unter meiner Führung. Ich weiß nicht, ob der Trust statt Schreibmaschinen Thompson-Kanonen haben will, doch ich bin nicht im Trust. Wir reden davon noch. Sie sagen, 30 Männer, schwer bewaffnet, gehen aus und einen Trust. Wer wirkt uns da, dass nicht uns selbst was zustößt? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Die Macht hat stets wer zahlt und wer die Lohntüten ausstellt, das sind Sie. Wie könnte ich jemals gegen Sie ankommen, selbst wenn ich es wollte und Sie nicht so schätzte, wie ich es tue? Sie haben mein Wort darauf. Wer bin ich schon? Wie groß ist schon mein Anhang? Und wissen Sie, dass einige bereits abfallen? Heute sind es noch 20? Wenn es noch 20 sind, wenn Sie mir nicht helfen, bin ich aus. Als Mensch sind Sie verpflichtet, heute mich zu schützen vor meinen Feinden. Und ich sage es, wie es ist. Anhängern auch. Das Werk von 14
10 Jahren steht auf dem Spiel. Ich rufe Sie als Mensch an. So, hören Sie, was ich als Mensch tun werde. Ich rufe die Polizei. Die Polizei? Wir holen die Polizei. Heißt das, Sie weigern sich, mir als Mensch zu helfen? Dann verlange ich jetzt von Ihnen als einem Verbrecher. Denn das sind Sie. Ich werde Sie bloßstellen. Die Beweise habe ich. Sie sind verwickelt in den Kai-Anlagen-Skandal, der jetzt heraufzieht. Schiedsrederei sind Sie. Ich warne Sie, treiben Sie mich nicht zum Äußersten. Die Untersuchung ist beschlossen worden. Sie wird niemals stattfinden, meine Freunde. Haben Sie nicht. Die hatten Sie gestern. Heute haben Sie keinen Freund mehr. Aber morgen haben Sie nur Feinde. Wenn Sie einen rettet, bin ich's. Arturo! Ich! Eine Untersuchung wird es nicht geben. Niemand wird mir das antun. Mein Haar ist weiß. Doch außer Ihrem Haar ist nichts an Ihnen weiß. Mann, Doxboro, helfen Sie mir jetzt. Vernunft, nur jetzt Vernunft. Ein Wort von Ihnen und ich schlag einen jeden nieder, der Ihnen nur ein einziges Haar krümmen will. Doxboro, helfen Sie mir jetzt. Ich bitte Sie einmal, nur einmal. Ich kann nicht mehr vor meine Jugendsmänner. Ich nicht mit Ihnen übereinkommen. Niemals! Bevor ich mich mit Ihnen einlasse, will ich lieber zugrunde gehen. Ich bin aus. Ich weiß es. Ich bin jetzt 40 und bin immer noch nichts. Sie müssen mir helfen. Niemals! Sie! Ich warne Sie! Ich werde Sie zerschmettern! Oma, wir gehen. Er bleibt lang aus. Er kommt mit Schied. Kann sein, Sie sind nicht übereins. Ich denke, Sie haben die ganze Nacht verhandelt. Schied muss aussagen, dass er die Reederei noch hat. Es ist für Schied kein Honiglecken, sich herzustellen und zu beweisen, dass nur er der Schurk ist. Schied macht es nie. Er muss? Warum soll er 5 Jahre Gefängnis auf sich nehmen? Es ist ein Haufen Geld und Mabel Schied braucht Luxus. Er ist noch heute vernarrt in Sie. Er macht's. Und was Gefängnis angeht, er wird kein Gefängnis sehen. Das richtet Doxboro. Schied ist tot aufgefunden. Im Hotel. In seiner Westentasche ein Billett nach Frisco. Schied tot? Ermordet. Oh, er hat es nicht gemacht. Doxboro, ist der übel? Es geht vorbei. Hallo, Flav. Hallo, Doxboro. Hallo. Hallo, Ui. Nun, was will man von mir wissen? Das hier dein Mann. Gewiss, nicht gut genug? Doxboro heißt das. Wer sind die Leute? Freunde. Wer sind Sie? Meine Prokurist Ernesto Roma. Halt! Ist Doxboro das hier dein Ernst? Herr Ui, wie wir Herrn Doxboros beredtem Schweigen entnehmen, sind es Sie, der sein Vertrauen hat und das unsere wünscht. Nun, wo sind die Kontrakte? Was für Kontrakte? Die Reederei bezwecks des Ausbaus ihrer Kai-Anlagen mit Baufirmen getätigt haben muss. Ich weiß nichts von Kontrakten. Nein. Sie meinen, es gibt keine solchen. Sprachen Sie mit Schied? Nein. Ach, Sie sprachen nicht mit Schied. Wer das behauptet, dass ich mit dem Schied sprach, lebt? Ich dachte, Sie schauten in die Sache im Auftrag Doxboros. Das tat ich auch. Und trug Herr Ui Ihr Studium Früchte? Sicher?
Es war nicht leicht, die Wahrheit festzustellen, und sie ist nicht erfreulich. Als Herr Doxborough mich zuzog, im Interesse dieser Stadt zu klären, wo das Geld der Stadt, bestehend aus den Spargroschen von uns Steuerzahlern und einer Reederei, die hier anvertraut geblieben ist, musste ich mit Schrecken feststellen, dass es veruntreut worden ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wer hat es veruntreut? Nun, auch das konnte ich erforschen, und der Schuldige ist leider Gottes. Nun, wer ist es? Oh, Schied. Der schweigsame Schied, den Sie nicht sprachen. Was schaut er so, der Schuldige als Schied? Der Schied ist tot, hast du es denn nicht gehört? So ist er tot. Ich war nach dem Cicero, darum habe ich nichts gehört. Roma war bei mir. Das nenne ich komisch. Meint ihr, das ist Zufall, dass er gerade jetzt... Meine Herren, das ist kein Zufall. Schieds Selbstmord ist die Folge von Schieds Verbrechen. Es ist ungeheuerlich. Es ist nur kein Selbstmord. Was sonst? Natürlich, ich und Roma, wir waren heute Nacht in Cicero. Wir wissen nichts. Doch was ich jetzt weiß, was uns jetzt klar ist, Schied, scheinbar ein ehrlicher Geschäftsmann, war... ein Gangster. Ich verstehe. Kein Wort, das ihn zu scharf erschien, für den heute Nacht noch anderes zu scharf war, ui. Und nun, Doxborough, zu dir. Zu mir? Was ist mit Doxborough? Das ist, wie ich Herrn Ui verstehe. Und ich verstehe, denke ich, gut, was eine Reederei, die Geld erhielt und dies unterschlug. So bleibt nur eine Frage nun. Wer ist die Reederei? Ich höre, sie heißt Schied. Doch, was sind Namen? Was uns interessiert, ist, wem die Reederei gehörte, nicht nur, wie sie hieß, gehörte sie auch Schied? Schied, ohne Zweifel, können Sie uns sagen, doch Schied spricht nicht mehr von dem, was ihm gehörte, seitdem Herr Uyen Cicero war. Wäre es möglich, dass doch ein anderer der Besitzer war, als der Betrug geschah, der uns beschäftigt? Was meinst du, Doxborough? Ich... Ja, könnte sein, dass du. An Schieds Kontortisch saß es, als dort gerade ein Kontrakt, nun sagen wir, nicht gemacht wurde. Okay, Sie... Doxborough, was fällt dir ein? Ja, und schon früher, als du uns im Stadthaus erzähltest, wie der Kaffiole schwer hätte und dass wir eine Anleihe geben müssten, was eigene Erfahrung widersprach... Was soll das? Seht ihr nicht? Dem Mann ist übel. Ein alter Mann. Sein weißes Haar müsst euch belehren, dass in ihm kein Arg sein kann. Ich sag Beweise! Was Beweise angeht! Bitte um Ruhe, etwas Ordnung, Freunde. Um Himmels Willen, Doxborough, sprich! Der Chef will Ruhe! Ruhe! Wenn ich sagen darf, was mich bewegt in dieser Stunde und bei diesem Anblick, der beschämend ist, ein alter Mann beschimpft und seine Freunde schweigend herumstehend, so ist's das. Herr Doxborough, ich glaube Ihnen. Sieht so schuld aus, frag ich. Liegt so ein Mann, der krumme Wege ging. Ist weiß, hier nicht mehr weiß, schwarz, nicht mehr schwarz. Es ist weit gekommen, wenn es so weit kommt. Man wirft hier einem unbescholtenen Mann Bestechung vor. Und mehr als das, Betrug! Denn ich behaupte, die schattige Reederei, von der wir so viel Schlechtes hörten, als man sie noch dem Schied zuschrieb,
war Eigentum des Docksboro zur Zeit der Anwalt. Das ist Lüge! Ich biete meinen Kopf zum Pfand für Docksboro und lade die ganze Stadt und finde da einen, der ihn schwarz nennt. Zeugen! Ach, Zeugen, wollt ihr das? Nun, Smith, wie steht's mit unserem Zeugen? Ist er da? Ich sah, er ist gekommen. Meine Herren, mein Zeuge ist nicht mehr vernehmungsfähig. Fürchte ich. Geffels, nimm mich weg von hier. Ich gratuliere. Docksboro, ich will, dass Klarheit herrscht. So oder so. Er ist Schauspieler, Chef. Unbewaffnet. Er hätte das Geld nicht für den Browning, aber er soll gut sein. Er ist ein Klassikanischer. Also hören Sie. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass meine Aussprache zu wünschen übrig lässt. Und da es unvermeidlich sein wird, ein paar Worte zu äußern, ganz besonders, wenn es mal politisch wird, will ich Stunden nehmen. Auch im Auftreten. Jawohl. Den Spiegel vor. Zuerst das Gehen. Wie geht ihr im Theater oder auf der Oper? Ich verstehe Sie. Sie meinen den klassischen Stil. Julius Caesar. Hamlet. Romeo. Stücke von Shakespeare. Harry. Sie sind an den rechten Mann gekommen. Wie man klassisch auftritt, kann der alte Behoni Ihnen in 10 Minuten beibringen. Sie sehen einen tragischen Fall vor sich, meine Herren. Ich habe mich ruiniert mit Shakespeare. Englischer Dichter. Ich könnte heute am Broadway spielen, wenn es sich Shakespeare gäbe. Die Tragödie eines Charakters. Spielen Sie sich Shakespeare, wenn Sie Ibsen spielen, Mehorny. Schauen Sie auf den Kalender, wir halten 1912 her. Die Kunst kennt keinen Kalender, Herr, sage ich. Ich mache Kunst. Oh ja. Mir scheint, du bist an den falschen Mann geraten, Chef.
Er ist passé. Das wird sich zeigen. Wie geht man bei diesem Shakespeare? Der Fuß berührt den Boden mit den Zehenspitzen zuerst. Kopf hoch. Gut, ausgezeichnet. Sie haben eine Naturanlage. Nur mit den Armen muss noch etwas geschehen. Warten Sie. Am besten sich legen Sie vom Geschlechtsteil zusammen. Nicht schlecht. Ungezwungen und doch gerafft. Aber der Kopf ist zurück. Richtig. Aber so kannst du nicht von den Kaffeehändlern gehen. Es ist unnatürlich. Was heißt hier unnatürlich? Kein Mensch ist heute natürlich. Wenn ich gehe, wünsche ich, dass es bemerkt wird, dass ich gehe. Ich denke, der Gang für Ihre Zwecke in Ordnung, Herr Ui. Was willst du noch? Dass er stehen vor Leuten. Stell zwei kräftige Jungs dicht hinter dich und du stehst ausgezeichnet. Das ist ein Unsinn. Wenn ich stehe, wünsche ich, dass man nicht auf zwei Leute hinter mir, sondern auf mich schaut, wenn ich stehe. Korrigieren Sie mich. Das ist möglich, aber es stößt ab. Sie wollen nicht aussehen wie ein Friseur, Herr Ui. Verschränken Sie die Arme so. Eine minutiöse Änderung, aber der Unterschied ist gewaltig. Vergleichen Sie im Spiegel. Ja. Gut. Wozu machst du das? Nur für die feinen Herren im Trast? Natürlich nicht. Das Selbstredend ist für die kleinen Leute. Nur man könnte sagen, es wird nicht angeboren. Es gibt Leute, die da heikel sind. Selbstredend gibt es dir, jedoch kommt es nicht an, was der Professor denkt, der oder jene Überschlaue, sondern wie der kleine Mann sich seinen Herrn halt vorstellt. Basta. Jedoch, warum den Herrn herausgehängt? Warum nicht lieber widerhemdsärmlich und mit blauem Auge Chef? Dafür habe ich den alten Doxborough. Der hat etwas gelitten, wie wir schaffen. Der respektabel ist, bestimme ich. Klar, Chef. Das Sitzen. Das Sitzen. Das Sitzen ist beinahe das Schwierigste. Es gibt Leute, die können gehen, es gibt Leute, die können stehen. Aber wo sind die Leute, die sitzen können? Nehmen Sie einen Stuhl mit Lehne, Herr Ui. Und jetzt lehnen Sie sich nicht an. Hände auf den Oberschenkel, parallel mit dem Bauch, Ellenbogen steht vom Körper ab. Wie lange können Sie so sitzen? Beliebig lang. Dann ist alles gut. Und nun, wir zum Reden. Tragen Sie was vor. Shakespeare. Julius Caesar. Caesar, der antike Held. Was halten Sie von Antonius' Rede? Am Sarg Caesars. Gegen Brutus, Führer der Meuchelmörder. Das ist eine Rede für Volk, ans Volk. Antonius war sehr berühmt, ich spielte ihn 1908. Ganz genau, was Sie brauchen, Herr Ui. Mitbürger, Römer, Freunde, euer Ohr! Caesar ist tot. Und Caesar zu begraben, nicht ihn zu preisen, kam ich her. Mitbürger, das Böse, das der Mensch tut, überlebt ihn. Das Gute wird zumeist mit ihm verscharrt. Sei es so mit Caesar. Der wohledle Brutus hat euch versichert, Caesar war tyrannisch. Wenn er das war, so war es ein schwerer Fehler. Und schwer hat Caesar ihn nunmehr bezahlt.
Brutus. Ja. Wie immer des Brutus erwähnen und der andere, der Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle ehrenwert. Alle ehrenwert! Alle ehrenwert! Komm ich bei Cäsars Leichen zu reden? Er war mein Freund, war mir gerecht und treu. Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ehrenwerter Mann. Ehrenwerter Mann. Er brachte viele Gefangene heim. Viele Gefangene! Viele Gefangene! Heim nach Rom. Wofür das Lösegeld den Schatz gefüllt? Das Lösegeld! Das Lösegeld! Den Schatz gefüllt! Den Schatz gefüllt! Sah das der Herrschsucht wohl am Cäsar gleich? Wenn Arme zu ihm schrien, so weinte Cäsar. So weinte Cäsar! So weinte Cäsar! Die Herrschsucht sollte aus Herdampfstoff bestehen. Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ihr alle seid wie am Lupercusfest. Ich dreimal ihm die Königskrone bot, die dreimal er geweigert. Dreimal! Dreimal! Er verweigert! Er verweigert! War das Herrschsucht? Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war und ist gewiss ein ehrenwerter Mann. Ehrenwerter Mann. Ehrenwerter Mann. Ich will, was Brutus sprach, nicht widerlegen. Ich spreche hier von dem nur, was ich weiß. Nur, was ich weiß. Nur, was ich weiß. Ihr liebtet all ihn einst nicht ohne Grund. Ihr liebtet all ihn einst nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Was für ein Grund wird euch, um ihn zu trauern? Urteil du in Floß zum blöden Vieh. Zum blöden Vieh! Blöden Vieh! Schüsse, Männer ihren Gewerb nachgehen, friedliche Bürger in Stadt austreten, Zeugnis abzulegen, gemordet am helllichten Tag. Und was tut denn die Stadtverwaltung? Kurzer Verstoß! Wenn ein jeder machen kann, was er will. Und was sein Egoismus ihm eingibt, heißt das, dass alle gegen alle sind und alle mit Chaos herrscht. Wenn ich ganz friedlich meinen Gemüseladen führe oder, sagen wir, mein Lastauto mit Kaffeesteuer oder was weiß ich, und ein anderer weniger friedlich in meine Lade trampelt, Hände hoch oder mir den Reifenblatt schießt mit dem Browning, kann nie Friede herrschen.
wenn ich aber das einmal weiß, dass Menschen so sind und ein Licht sonstellen kann, muss ich etwas tun, dass sie mir eben nicht den Laden zertrampeln und ich die Hände nicht jeden Augenblick, wenn ich den Nachbarn passt, hochheben muss, sondern sie für meine Arbeit brauchen kann. Sagen wir zum Gurkenzählen oder was weiß ich. Und so ist eben der Mensch. Der Mensch wird nie aus eigenem Antrieb seinen Browning weglegen. Etwa wenn Zähler oder diese schönen Redner im Stadthaus ihn dann loben würden, solange ich nicht schießt der andere. Das ist logisch. Aber was das uns fragt ihr, das sollt ihr eines gleich voraus, so wie ihr es bisher machtet, so geht's nicht. Voll vor der Ladenkasse sitzen und hoffen, dass alles gut gehen wird und dazu uneinig und gleich zersplittert, ohne starke Bewachung, geschützt und schirmt und hiermit ohnmächtig. Gegen jeden Gangster. So geht's natürlich nicht. Folglich. Das Erste ist Einigkeit, was Not tut. Zweitens Opfer. Was hör ich sagen? Opfern sollen wir Geld zahlen für Schutz, 30% abführen für Protektion. Nein, nein, das wollen wir nicht. Das ist uns unser Geld so lieb. Ja, wenn der Schutz umsonst zu haben wäre, dann gern. Ja, meine lieben Gemüsehändler, so einfach ist's nicht. Umsonst ist nur der Tod. Alles andere kostet. Und so kostet auch Schutz und Ruhe und Sicherheit und Friede. Das ist im Leben nun einmal so. Und darum, weil es so ist, und er nie sich ändern wird, hab ich und haben einige Männer, die hier stehen seht, und andere sind noch draußen, beschlossen, euch unser Schutz zu leihen. Damit ihr aber sehen könnt, dass alles auf geschäftlicher Basis gemacht werden soll, ist hier klar erschienen von Clarks Großhandlung, den ihr alle denkt. Herr Clark, im Namen der Versammlung heiße ich Sie willkommen, dass der Kaffee Trust sich für Turosideen einsetzt, kann ihn nur ehren. Vielen Dank, Herr Clark. Wir vom Kaffeeolring, meine Herren und Damen, sehen mit Alarm, wie schwer es für Sie wird, das Grünzeug loszuschlagen. Es ist zu teuer, höre ich Sie sagen. Nun, warum ist's teuer? Weil unsere Packerlader und Chauffeure, verhetzt von schlechten Elementen, mehr und mehr verlangen. Aufzuräumen, das ist, was Herr Ui und seine Freunde wünschen. Doch wenn der kleine Mann dann weniger
und weniger bekommt, wer kauft dann Grünzeug? Dieser Frage! Ist ganz berechtigt. Meine Antwort ist er. Arbeitsmann ist aus der heutigen Welt. Ob man ihn billigt oder nicht, nicht mehr ihn wegzudenken, schon als Kunde nicht. Ich habe das stets betont, dass ehrliche Arbeit nicht schändet, sondern aufbaut und Profit bringt und hiermit nötig ist. Der einzige Arbeitsmann hat meine volle Sympathie. Nur wenn er sich dann zusammenrottet und sich anmaßt, da reinzureden, wo er nichts versteht, nämlich wie man Profit herauslädt und so weiter, sag ich halt. Bruder, so ist's nicht gemeint. Du bist ein Arbeitsmann. Das heißt, du arbeitest, wenn du mir streikst und nicht mehr arbeitest, bist du kein Arbeitsmann mehr, sondern ein gefährliches Objekt und ich greif zu. Damit ihr aber sehen könnt, dass alles ehrlich auf Treu und Glauben vorgehen soll, sitzt unter uns hier ein Mann, der uns, ich darf auch sagen, allen als Vorbild goldener Ehrlichkeit und unbestechlicher Moral dient, nämlich Herr Doxborough. Herr Doxborough, ich fühle in dieser Stunde tief, wie sehr ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Die Vorsehung hat uns zusammengeführt, dass ein Mann wie Sie mich, Jüngeren, den einfachen Sohn der Bronx, zu Ihrem Freund, ich darf wohl sagen, Sohn erwählten, werde ich Ihnen nie vergessen. Erschütternder Moment! Vater und Sohn! Leute, der Chef spricht uns da aus dem Herzen. Ich sehe es euch an, ihr hättet ein paar Fragen. Heraus damit, keine Furcht. Wir fressen keinen, der uns nicht schmeckt. Ich sag's, wie es ist. Ich bin kein Freund von vielem Reden und besonders nicht von unfruchtbarem Kritteln. Der Art, die ja nichts ein gutes Haar lässt, nur Achs und Abers kennt und zu nichts führt. Gesunde, positive Vorschläge, aber wie man das machen kann, was nun einmal gemacht werden muss, hört mir mit Freude an. Quatsch los. Und schont uns nicht. Ich denke, ihr kennt mich und meine Blumenhandlung. Das ist ein Schutz sein oder Schlechterei! Mord wie Tyrau, Erpressung! Herd auf Herd!
friedlich in der letzten Zeit. In meinem Laden gab es keinen Stunk. In meinem auch nicht, auch in meinem nicht. Merkwürdig. Man hat ja gehört, dass kürzlich im Schankgeschäft so manches vorkam, was Herr Ui uns schilderte, dass wo die Gläser zerschlagen wurden und der Sprit vergossen. Wenn nicht für Schutz gezahlt wird, aber Gottlob, im Grünzeughandel war es bisher ruhig. Und Schiedsermordung und der Tod des Paul, nennt ihr das ruhig? Hat das mit Kaffiol zu tun, Herr Roma? Werte Versammlung, wie ich da eben höre, ersuchte eine arme Frau, Herrn Ui, von ihr vor der Versammlung ein paar Worte des Dankes anzuhören. Frau Paul! Ich höre es, Frau Paul! Die junge Witwe! Des Hauptkassierers Baul vom Kaffiol Trust, der gestern pflichtbewusst ins Stadthaus eilend von unbekannter Hand ermordet wurde. Frau Baul! Herr Ui, ich möchte Ihnen in meinem tiefen Kummer, der mich befallen hat, angesichts des frechen Mordes, der an meinem armen Mann verübt wurde, meinen tiefgefühlten Dank aussprechen. Es ist für die Blumen, die Sie mir und meinem kleinen Mädchen... Moment mal, ja? Im Alter von 5 Jahren, die ihres Vaters beraubt wurde, geschickt haben. Meine Herren, ich bin nur eine arme Witwe. Ich möchte nur sagen, dass ich ohne Herrn Ui heute auf der Straße läge. Das beschwöre ich jederzeit mein kleines Mädchen im Alter von 5 Jahren und ich werde es Ihnen, Herr Ui, niemals vergessen. Bravo! Bravo, mein Beileid zum Verlust. Diese Wüden, ruchlose Notverstand muss aufhören. Die Sitzung ist noch nicht geschlossen. Jetzt wird unser Freund James Griebel zum Gedenken des armen Paul ein Lied vortragen. Mit anschließender Sammlung für die arme Witwe. Er ist ein Bariton! Thank you.
im Dorfbezirk. Wir können den Baum holen, damit die hier unverschämt leben und hier herkommen, den Reiter verstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch mal die Freiheit wiederholen. Ich will nicht hierher kommen, um von Ihnen die Pfanne haben zu lassen. Und wenn ich meinen Baum nicht aufhöre, der ist dann nicht allen gehört. Eingewilligt, was diese blutige Gang angezettelt und verübt, nachdem ich 80 Winter mit Anstand getragen hat. O Welt! Ich höre, die mich von früher kennen, sagen, ich wüsste von nichts. Und wenn ich's wüsste, ich würde es niemals dulden. Aber ich weiß alles. Weiß, wer den Speicher Hucks anzündete, weiß, wer den armen Fisch verschleppte und betäubte, weiß, dass der Roma bei dem Schied war, als der blutig starb im Rock das Schiffsbillett, weiß, dass der Giri diesen Kohl abschoss an jenem Mittag vor dem Stadthaus, weil er zu viel wusst vom ehrlichen Doxboro. So hinterlass ich Doxboro, weiß, dass er den guten, mit fleißigen Gibola, meinen Kneipe, den Gibola, nur etwas hier und weiß alles vom Hui, und dass der alles wusst von Schieds und Holst und bis zu dem Morgen des Gibola und alles vom Platz. Meine Gibola aber, so Armenpfleger, ich empfehle euch herzlich, Arturo Hui für meinen eigenen Posten. Er ist seiner Richtung. Glaubt und aus Angst ihr Helden Doxboro. Ich denke, es reicht und hoffe, er kratzt bald ab. Dies Testament wird Wunder wirken, seit man weiß, er stirbt. Und hoffen kann, den Alten halbwegs schicklich in saubere Ehe zu bringen, ist man fleißig bei eurer leichten Wäscherei. Man braucht den Grabstein mit hübscher Inschrift. Das Geschlecht der Raben lebt ja seit alters von dem guten Ruf des hochberühmten weißen Raben, den man irgendwann und irgendwo gesehen hat. Der Alte ist nun mal ihr weißer Rabe. So sieht ihr weißer Rabe nun mal aus. Der Chiri-Chef ist übrigens zu viel um ihn für meinen Geschmack. Ich find's nicht gut. Chiri? Was ist mit Giri? Ach, ich sagte, er ist ein wenig viel um Doxboro. Ich trau ihm nicht. Ich auch nicht. Hallo, Giri. Wie steht's mit Doxboros Schlagfluss? Er verweigert dem Doktor Zutritt. Unserem lieben Doktor, der Fisch so schön betreut hat. An den anderen lasse ich nicht dran. Der Alte quatscht zu viel. Vielleicht
wird auch vor ihm zu viel gequatscht. Was heißt das? Hast du Stinktier dich hier wieder mal ausgestunken? Oma, Polizeichef, seid ihr verrückt? Erfordert! Ich bin auch dagegen, Giri. Unserem Roma kann man leider nicht über den Weg trauen. Hallo, Roma. So, Giri wird Richter. Und wo ist der Wisch des Alten? Gib ihn raus, Giri. Was? Ich hab ihn nicht. Du hast ihn, Hund. Ich weiß, was du da planst. Die Sache mit Sheets drin geht mich an. Es ist auch die Sache mit Bowl drin, die mich angeht. Sicher, aber ihr seid Schurken und ich bin ein Mann. Ich kenn dich, Giri. Und dich, Jula, auch. Dir glaube ich nicht einmal dein kurzes Bein. Warum treffe ich euch immer hier? Was plant ihr? Was tischen Sie dir über mich ins Ohr, Arturo? Geht nicht zu weit, ihr. Wenn ich etwas merke, wisch ich euch alle aus wie blutige Flecken. Red du zu mir nicht wie zu Meuchelmördern. So meint er euch. So redet man von euch jetzt im Hauptquartier als von den Meuchelmördern. Sie sitzen mit den Herren vom Kaviotrast. Das Seitenhemd kommt von Clark Schneider. Ihr macht ihre schmutzige Arbeit. Und du duldest! Was? Duld ich? Dass er Lastwagen von Caruso beschießen lässt? Caruso ist im Trast! Habt ihr Lastwagen Carusas angeschossen? Das war nur eine eigenmächtige Handlung von ein paar Leuten von uns. Die Jungs können nicht immer verstehen, warum stets nur die kleinen Verreckerläden schwitzen und bluten sollen und nicht die protzigen Garagen auch. Verdammt! Ich selbst verstehe es nicht immer, Arturo. Der Trast rast jedenfalls! Clark sagte gestern, Sie warten nur, dass es noch einmal vorkommt. Er war beim Doxboro des Alten. Ernesto, sowas darf nicht passieren. Greif da durch, Chef. Die Burschen wachsen dir sonst über den Kopf. Der Trast rast, Chef! Also die Hände hoch und keine Späße! An die Wand! Mach sie mir nicht nervös. Was streitet ihr? Ein Schuss auf einen Grünzeugwagen, sowas kann doch geordnet werden. Alles sonst geht wie geschmiert und ist in bester Ordnung. Der Brand war ein Erfolg. Die Läden zahlen 30% für etwas Schutz. In weniger als einer Woche wurde ein ganzer Stadtteil aufs Knie gezwungen. Keine Hand erhebt sich mehr gegen uns und ich hab weitere und größere Pläne. Welche möchte ich wissen? Scheiß auf die Pläne. Sorgt, dass ich die Arme heruntertun kann. Sicherer, Arturo, wir lassen Ihre Arme droben. Das wird nett aussehen, wenn Clark hereinkommt und wir stehen so da. Ernesto, steck den Browning weg. Nicht ich. Wach auf, Arturo. Siehst du denn nicht, wie sie mit dir ihr Spiel treiben? Wie sie dich verschieben an diese Clarks und Doxboros, wenn Clark hereinkommt und uns sieht? Wo sind die Gelder der Reederei? Wir sehen nichts davon, die Jungs knallen in die Läden, schleppen Kannen nach Speichern, seufzend, der Arturo kennt uns nicht mehr, die alles für ihn machten. Er spielt den Reden und den großen Herrn. Wach auf, Arturo. Ja, und kotz dich aus und sag uns, wo du stehst. Heißt das, ihr setzt mir die Pistole auf die Brust? Nein, so erreicht man bei mir gar nichts. So nicht! Wird mir gedroht, dann hat man alles weitere sich selbst zuzuschreiben. Ich bin ein Megamann! Doch Drohungen vertrage ich nicht. Wer nicht mir blind vertraut, kann seines Wegs gehen! Und hier wird nicht abgerechnet. Bei mir heißt das, die Pflicht getan und bis zum Äußersten. Und ich sag, was verdient wird denn? Verdienen kommt nach dem Dienen! Was ich von euch fordere, das ist Vertrauen. Und noch einmal Vertrauen, euch fehlt der Glaube!
Und wenn dieser fehlt, ist alles aus. Wie konnte ich das alles schaffen? Was meint ihr? Weil ich den Glauben hatte, weil ich fanatisch glaubte an die Sache. Und mit dem Glauben, nicht sonst als dem Glauben, ging ich heran an diese Stadt und hab sie auf die Knie gezwungen. Mit dem Glauben kam ich zum Dogsbrough. Und mit dem Glauben trat ich ins Stadthaus ein, in meinen nackten Händen nichts als meinen unerschütterlichen Glauben. Und den Brownie? Nein, den haben andere auch. Doch was sie nicht haben, das ist der feste Glaube, dass sie zum Führer vorbestimmt sind. Und zum müsst ihr auch an mich glauben. Glauben müsst ihr glauben, dass ich das Beste will für euch und weiß, was dieses Beste ist und damit auch den Weg ausfindet, der uns zum Sieg führt. Sollte der Dogsbrough abgehen, werde ich bestimmen, wer hier was wird. Ich kann nur eines sagen, ihr werdet zufrieden sein. Arturo. Schwingt euch. Dein Mut gefällt mir. Teurer Roma, ab! Vergiss das Lachen nicht, Clown Schiri. Und die Pschivola nimmt deinen Klumpfuß mit, wenn du auch den bestimmt gestohlen hast. Lass mich allein. Arturo, wenn ich nicht gerade diesen Glauben hätte an dich, den du beschrieben hast, dann wüsste ich manchmal nicht, wie unseren Jungs in die Augen blicken. Wir müssen handeln und sofort. Der Schiri plant Schweinereien. Dann bist du. Ich plane neue und große Dinge jetzt. Vergiss den Schiri, Ernesto. Dich als meinen ältesten Freund und treuen Leutnant will ich nunmehr einweihen in meinen neuen Plan, der weit gediehen ist. Lass hören, was ich dir zu sagen habe, betrifft des Schiri. Kann auch warten. Wir sind durch mit Chicago. Ich will mehr haben. Mehr? Es gibt nicht nur hier Gemüsehandel. Nein, nur wie woanders reinstiegen. Durch die Fronttür und durch die Hintertür und durch die Fenster verwiesen und geholt, gerufen und verschrien, mit Drohen und Betteln, werben und beschimpfen, mit sanfter Gewalt und schnell eine Umarmung, kurz so wie hier. Nur anders, wo ist's anders? Ich denke an eine Form des Generaltrupp in einer kleinen Stadt, dann wird sich zeigen, ob's anderswo anders ist. Was ich nicht glaub. Wo willst du die Generaltrupp steigen lassen? In Cicero. Aber dort ist dieser Dalfied mit seiner Zeitung für Gemüsehandel und innere Sammlung, der mich jeden Samstag Schiedsmörder schimpft. Das müsst aufhören. Es könnt. So ein Zeitungsschreiber hat auch Feinde, Kupferschmerzen. Macht manchen Rotsehen, mich zum Beispiel. Ja, ich denke, das Schimpfen könnte aufhören, Arthur. Es müsste bald aufhören. Der Trust verhandelt schon mit Cicero. Wir wollen zunächst ganz friedlich Kaffeeol verkaufen. Wer verhandelt? Clark. Da hat er Schwierigkeiten wegen uns. So, also Clark ist auch drin. Diesem Clark traue ich nicht über den Weg. Man sagt dem Cicero, wir folgen dem Kaffeeol-Trust wie sein Schatten. Man will Kaffeeol, doch will man nicht auch uns. Den Läden graust vor uns. Und nicht nur Ihnen, die Frau des Dalfied führt den Cicero seit vielen Jahren ein Importgeschäft für Grünzeug und ging gern in den Kaffeeol-Trust. Wenn wir nicht wären, wäre sie wohl schon drin. Verstand der Plan, nach Cicero vorzustoßen, gar nicht von dir, es ist nur ein Plan des Trusts. Arturo, jetzt verstehe ich alles, alles. Es ist klar, was da gespielt wird. Wo? Im Trust. In Dogsboroughs Landhaus. Dogsboroughs Testament, das ist bestellt vom Trust. Sie wollen den Anschluss von Cicero. Du stehst im Weg. Wir aber dich abservieren, du hast sie in der Hand. Sie brauchten dich für ihre Schweinereien und duldeten dafür, was du getan hast. Was mit dir tun? Nun, Dogsbrough gesteht. Der Alte kriegt mit Sack und Asche in die Kiste. Drumrum steht der Kaffeeol und nimmt gerührt aus seinen Klufen dies Papier und liest's schluchzend der Presse vor. Wie er bereut und ihnen dringlich anbefiehlt, die Pest ihnen eingeschleppt von ihm. Ja, er gesteht's. Jetzt auszutilgen und zurückzukehren zum alten, ehrlichen Kaffeeol-Geschäft. Das ist der Plan, Arturo. Drin sind alle. Der Schiri, der den Dogsbrough Testamente schmieren lässt und mit dem Clark befreundet ist, der Schwierigkeiten wegen uns in Cicero hat und keinen Schatten haben will beim Geldschaufeln. Der Schivola, der Aas wittert. Dieser Dogsbrough, der alte, ehrliche Dogsbrough, der da verräterische Wische schmiert, die dich mit Dreck bewerfen, muss zuerst weg, sonst ist Essig du mit deinem Cicero-Plan. Du meinst, es ist ein Komplott? Sie ließen mich nicht an Cicero ran. Es fiel mir auf. Arturo, ich beschwöre dich, lass mich diese Sache ordnen. Hör mir zu, ich spritze heute noch mit meinen Jungs
nach Doxboros Landhaus, hol den Alten raus, sag ihm zur Klinik und liefer ihn ab im Mausoleum fertig. Aber Giri ist im Landhaus. Und er kann dort bleiben. Es ist ein Aufwaschen. Givola? Besuche ich auf dem Rückweg und bestelle in seiner Blumenhandlung dicke Kränze. Für Doxboro und für den lustigen Giri. Ich zahle in bar. Ernesto, dieser Schandplan der Doxboros und Clarks und Dalfitz, mich aus dem Geschäft in Cicero zu drängen, indem man mich kalt zum Verbrecher stempeln muss, hart verächtet werden, ich vertraue auf dich. Das kannst du, nur du musst dabei sein, bevor wir losgehen und die Jungens aufpulvern, dass sie die Sache im richtigen Licht sehen. Ich bin nicht so gut im Reden. Verstanden. Ich hab's gewusst. So und nicht anders muss die Entscheidung fallen. Was wir beiden, wie du und ich, ist wie in alten Zeiten. Arturo ist mit uns. Was habe ich euch gesagt? Ich komm. Um 11. Wohin? In die Garage. Ich bin ein anderer Mann, es wird wieder was gewagt. Freunde, bedauerlicherweise ist mir zu Ohr gekommen, dass hinter meinem Rücken abscheulichster Verrat geplant wird. Leute, aus meiner nächsten Nähe, denen ich zutiefst vertraute, haben sich vor kurzem zusammengerottet und von Ehrgeiz toll, habgierig und treulos, von Natur entschlossen im Bund mit den Kaffeeolherren. Nein, das geht nicht. Im Bund? Mit was? Ich hab's. Der Polizei. Euch kalt abzuservieren. Ich höre, sogar mir will man an das Leben. Meine Langmut ist nun zu Ende. Ich ordne also an, dass ihr unter Ernesto Roma. Welcher mein volles Vertrauen hat, heut Nacht.
ist 1 Uhr. Er muss aufgehalten sein. Wäre es möglich, dass er zögerte? Es wäre möglich. Arturo hängt an seinen Leuten so, dass er sich lieber selbst als sie aufopfert. Selbst diese Ratten, Givola und Giri, kann er nicht abtun. Und dann trödelt er und kämpft mit sich. Und es kann 2 Uhr werden. Vielleicht auch 3. Doch kommen tut er, klar. Ich kenne ihn inner. Wenn ich diesen Giri am Boden sehe, wird mir so leicht sein, wie wenn ich mein Wasser abgeschlagen habe. Nun, es wird bald sein. Diese Regennächte zerren an den Nerven. Darum mag ich sie. Von den Nächten die schwärzesten, von den Autos die schnellsten und von den Freunden die entschlossensten. Wie viele Jahre kennst du ihn schon? An 18. Das ist lang. Die Jungs wollen was zum Trinken. Nichts. Heute Nacht brauche ich sie nüchtern. Ui, treffen Sie Frau Dalfit hier aus Cicero. Es ist der Wunsch des Trusts, dass Sie Frau Dalfit anhören und sich mit ihr einigen. Bitte. Bei den Fusionsverhandlungen, die zwischen Chicagos Grünzeugtrust und Cicero schweben, erhob, wie Ihnen ja bekannt ist, Cicero Bedenken gegen Sie als Aktionär. Dem Trust gelang es schließlich, diesen Einwand nun zu entkräften und Frau Dalfit kommt... Das Missverständnis aufzuklären, auch für meinen Mann, Herrn Dalfit, möchte ich betonen, dass sein Zeitungsfeldzug kürzlich nicht Ihnen galt, Herr Ui. Wem galt er dann? Na schön, Ui, grad heraus, der Selbstmord-Schiez hat sehr verstimmt in Cicero. Der Mann, was immer er sonst war, war doch ein Reeder, ein Mann von Stand und nicht ein Irgendwer, ein Nichts, das in das Nichts geht, wozu nichts zu sagen ist. Noch was, Ui, die Garage Caruthas klagt, dass einer ihrer Wagen beschädigt wurde. In die beiden Fälle ist einer ihrer Leute, Ui, verwickelt. Ein Kind in Cicero weiß, der Garfiol des Trusts ist blutig. Das ist unverschämt! Nein! Nachdem er klagt, für sie gebürgt hat, nicht mehr. Es ist nur dieser Ernesto Roma. Kalten Kopf, Ui. Cicero. Das will ich nicht hören! Schluss! Schluss! Wo fällt man mich? Ernesto Roma ist mein Mann. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was für Männer ich um mich haben darf. Das ist ein Schimpf, den ich nicht dulde. Ignatius Dalfit wird gegen Menschen wie den Roma kämpfen, noch mit dem letzten Atem. Mit Recht, der Trust steht hinter ihm in dieser Sache. Ui, seien Sie... Vernünftig, Freundschaft und Geschäft sind zweierlei. Herr Clark, ich habe dir nichts hinzuzufügen. Frau Dalfit, ich bedauere den Ausgang dieser Unterredung. Tief ist aber sehr unklug, Ui. Das nach dem Anschlag auf Caruthas Garage bedeutet Kampf, ist klar. Fürchte nicht Kampf. Schön, fürchte nicht. Du wirst ja nur dem Trust, der Presse, Doxborough und seinem Anhang gegenüberstehen und der ganzen Stadt, Chef. Horch auf die Vernunft und lass dich... Ich brauche keinen Rat! Ich kenne meine Pflicht! Merkwürdig mit Tabak. Er raucht, sieht kaltblütig aus. Doch macht man, was einer macht, der kaltblütig ist. Und raucht man, wird man kaltblütig. Streck die Hand aus. Zittert. Das ist schlecht.
Ich find's nicht schlecht. Von Bullen halte ich nichts, sind unempfindlich. Nichts tut ihnen weh und sie tun niemand weh, nicht ernstlich. Zitter ruhig, die stählerne Nadel im Kompass zittert auch, bevor sie sich fest einstellt. Deine Hand will wissen, wo der Pol ist, das ist alles. Polizeiauto durch Church Street. Kommt zum Stehen. Geht weiter. Zwei Wagen ums Eck mit abgeblendetem Licht. Das ist gegen Arturo. Givola und Giri servieren ihn ab. Er läuft blind in die Falle. Wir müssen ihm entgegen. Kommt. Es ist Selbstmord. Und wer ist Selbstmord? Dann ist's Zeit zum Selbstmord. Mensch, 18 Jahre Freundschaft. Arturo! Ja, und Givola. Was ist los? Wir schwitzen Blut um dich! Ha! Hölle! Es ist alles in Ordnung. Warum nicht? In Ordnung. Wir dachten, es wäre was faul. Du kannst ihm ruhig die Hand schütteln, Chef. Er wollte uns soeben ins Feuer für dich schleppen. War es nicht so? Euer schändlicher Anschlag auf mich ist aufgedeckt, auch eure Pläne gegen Dodgeball sind aufgedeckt. Ich kam euch dazu vor, in 12. Stunde Widerstand ist zwecklos. Ich werde euch lehren, gegen mich aufzumucken, ein nettes Nest. Er kommt noch einmal zu sich, er hat Pech. Ich bin in Dogsboroughs Landhaus heute Nacht. Ihr schmutzigen Ratten. Ihr Verräter. Givola, Hölle. Was ging hier vor? Nichts. Ein paar Verräter sind gerichtet. Und? Was hast du gemacht mit meinen Leuten? Was mit Arturo? Mord, ich wusste es, Hunde. Wo ist er? Weggegangen. Hunde, Hunde. Mein Bein ist kurz, wie? So ist's dein Verstand. Jetzt geh mit guten Beinen an die Wand. Nicht. Dieser Roma ist weg. Durch Mord. Wie immer, er ist weg. Clark sagt vom Ui, die stürmischen Flegeljahre, welche die Besten durchgehen, sind beendet. Ui hat gezeigt, dass er den rauen Ton jetzt lassen will. Ein fortgeführter Angriff wird nur die schlechteren Instinkte wieder aufwecken. Und du selbst, Ignatius, kämst als Erster in Gefahr.
Doch schweigst du nun. Verschonen sie dich. Ob mir Schweigen hilft, ist nicht gewiss. Es hilft. Es sind nicht Tiere. Hallo? Seid ihr schon da? Der Chef ist drin, der wird entzückt sein. Leider muss ich weg und schnell, bevor ich hier gesehen werde. Ich habe dem Givola einen Hut gestohlen. Schlimm, wenn sie grollen, schlimmer, wenn sie lachen. Sprich nicht, Ignatius, nicht hier. Und auch nicht anderswo. Was willst du machen? Schon spricht Cicero davon, dass Ui die Stellung des toten Doxborough bekommen wird. Und ärger noch, die Grünzeughändler schwanken zum Carfiol-Trust. Zwei Druckereimaschinen sind mir schon zertrümmert, Frau. Ich habe ein schlechtes Vorgefühl. Hallo? Ui! Willkommen, Dalfid. Gerade heraus, Herr Ui. Ich zögerte zu kommen, weil... Wieso ein tapferer Mann ist überall willkommen? Und so ist seine schöne Frau. Herr Ui, ich fühlte es mitunter meine Pflicht, mich gegen Sie und Ihre... Mist. Verständnisse. Hätten Sie und ich von Anfang uns gekannt, wär's nicht dazu gekommen, dass im Guten all das erreicht werden soll, was nun einmal erreicht werden muss, war stets mein Wunsch. Gewalt? Verabscheut niemand mehr als ich Sie, wäre nicht nötig, wenn der Mensch Vernunft besäße. Mein Ziel? Ist ganz das nämlich wie meines, wir beide wünschen, dass der Handel blüht. Kleine Ladenbesitzer, dessen Los in diesen Zeiten nicht eben günstig ist, soll sein Gemüse in Ruhe verkaufen können und Schutz finden, wenn er angegriffen wird. Und frei entscheiden können, ob er Schutz wünscht, Herr Ui, das ist mein Hauptpunkt. Und auch meiner, er muss frei wählen. Und warum? Weil nur, wenn er den Schützer frei wählt und damit auch die Verantwortung an einen abgibt, den er selbst wählte, damit auch das Vertrauen herrscht, das für den Grünzeughandel ebenso notwendig ist wie überall sonst. Ich habe das stets betont. Es freut mich, das aus Ihrem Mund zu hören, auf die Gefahr, Sie zu verstimmen. Cicero. Er trüge niemals Zwang. Das ist verständlich. Niemand erträgt Zwang ohne Not. Ganz offen, wenn die Fusion mit dem Carfiol-Trust je bedeuten wird, dass damit dieser ganze blutige Rattenkönig eingeschleppt wird, der jetzt Chicago peinigt, könnte ich ihn nicht gutheißen. Offenheit gegen Offenheit. Es mag in der Vergangenheit da manches passiert sein, was nicht grad dem allerstrengsten moralischen Maßstab standhielt. Sowas kommt im Kampf mitunter vor, doch unter Freunden kommt sowas eben nicht vor. Dalfried, was ich von Ihnen will, ist nur, dass Sie in Zukunft zu mir Vertrauen haben, mich als Freund sehen, der seinen Freund nirgends
und nie im Stich lässt. Und dass sie, um genaueres zu erwähnen, in ihrer Zeitung diese Gräuelmärchen! Die nur bös Blut machen, hinfort nicht mehr drucken. Ich denke, das ist nicht viel. Herr Ui, es ist nicht schwer zu schweigen über das, was nicht passiert. Das hoffe ich. Und wenn hin und wieder ein kleiner Zwischenfall vorkommen sollte, weil Menschen nur Menschen sind. Und keine Engel dann auch, ich sag's nicht wieder gleich. Die Leute schießen in der Luft herum und sind Verbrecher. Ich will auch nicht behaupten, dass es nicht vorkommen könnte, dass einer unserer Leute einmal ein raues Wort sagt, das ist menschlich. Und wenn dieser oder jener Grünzeughändler dem einen oder anderen unserer Leute ein Bier ausgibt, damit er treu und pünktlich den Kohl anfährt, darf's auch nicht gleich wieder heißen. Da wird was Unbilliges verlangt. Herr Ui, mein Mann ist menschlich. Und als so bekannt. Und da nun alles friedlich durchgesprochen und ganz geklärt ist unter Freunden, möchte ich zu gerne Ihnen meine Blumen zeigen. Nach Ihnen, Dalfried. Teurer Dalfried, sind japanische Eichen. Ich sehe sie blühen an kleinen, runden Teichen. Mit blauen Karpfen schnappen nach den Krumen. Das heißt, böse Menschen lieben keine Blumen. Der starke Mann ist stärker ohne Gewalt. Der Mensch versteht einen Grund nur, wenn er knallt. Ein gutes Argument wirkt wundervoll. Doch nicht auf den, der etwas hergeben soll. Mit Browning und mit Zwang, mit Trug und Trick. Ich bin ein Mann der Realpolitik. Die Blumen kennen keine bösen Triebe. Das ist es ja, warum ich Blumen liebe. Sie leben still von heute in das Morgen. Kein Ärger, keine Zeitung, keine Sorgen. Man sagt, Herr Ui, Sie leben so spartanisch. Mein Abscheu vor Tabak und Sprit ist panisch. Vielleicht sind Sie ein Heiliger am Ende. Ich bin ein Mann, der keine Lüste kennt. Es ist schön, so unter Blumen hinzuleben. Es wäre schön, nur nichts so anderes daneben. Herr Ui, wie halten Sie es mit der Religion? Ich bin ein Christ, das muss genügen. Schon, jedoch die 10 Gebote, woran wir hängen. Sollen sich nicht in den rauen Alltag drängen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie weiter plage. Wie steht's, Herr Ui, mit der sozialen Frage? Ich bin sozial, was man dran sehen kann, ich ziehe mitunter auch die Reichen ran. Auch Blumen haben ja Erlebnisse. Und auch Begräbnisse. Begräbnisse. Oh, ich vergaß. Blumen sind ihr Brot. Ganz recht, mein bester Kunde ist der Tod. Ich bin so froh, dass ihr euch nun versteht. Wenn man erst einmal weiß, worum es geht. Freundschaften, die in Wind und Wetter reifen. Ich liebe Frauen, welche schnell begreifen. Schönheit der Schönheit. Sieh die Pracht, Ignatius. Mir missfällt der Mann. So kommt der sterbliche Rest Ignatius Dalfids zur Ruhe hier. Ein Leben arm an Gewinst, doch reich an Mühen ist um. Am Rock Ignatius Dalfids wird an der Himmelspfort der Pförtnerengel
die Hand auf eine abgewetzte Ständerschulter legen und sagen, dieser Mann trug manchen Mannes Last. Im Rat der Stadt wird bei den Sitzungen der nächsten Zeit oft eine kleine Stille sein, wenn alle gesprochen haben, man wird warten, dass Ignatius Dalfied nunmehr spricht, so sehr sind seine Mitbürger gewohnt, auf ihn zu hören. Es ist, als ob der Stadt Gewissen gestorben wäre, wenn von uns schied ein Mensch. Ignatius Dalfied, Ruhe in Frieden. Amen. Ein Mann mit Takt, nichts von der Todesart. Ein Mann mit Takt, ein Mann mit 7 Kindern. Verdammt. Steht er hier Wache, dass die Wahrheit auch am Sarg nicht zu Wort kommt? Teurer Clark, warum so barsch? Der Ort, an dem Sie stehen, soll Sie besänftigen. Und der Chef ist heute nicht bei Humor. Das ist kein Ort für ihn. Ihr Schlechter, dieser Dalfied hielt sein Wort und schwieg zu allem. Schweige es nicht genug! Wir brauchen Leute hier, nicht nur bereit, für uns zu schweigen, sondern auch für uns zu reden. Und das laut! Was sollte er reden, als dass ihr Schlechter seid? Er musste weg. Denn dieser kleine Dalfied war die Pore, durch die dem Grünzeughandel immer mal wieder der Angstschweiß ausbrach. Es war nicht zu ertragen, wie es nach Angstschweiß stank. Und euer Kaffion? Soll er nach Cicero oder soll er nicht hin? Durch Schlechtereien nicht. Und wodurch dann? Wer frisst am Kalb mit, dass wir schlachten, ne? Das hab ich gern. Nach Fleisch schreien und den Koch beschimpfen, wenn er mit dem Messer läuft. Von euch erwarten wir Schmatzen und nicht Schimpfen, und jetzt geht heim. Das war ein schwarzer Tag, wo du uns diese brachtest, Clark. Wem sagst du's? Chef, lass dir von dem Pack, nicht am Begräbnis, den Spaß versalzen. Meine Kondolation.
Ich sagte meine Kondolation, Frau Dalfried, Dalfried, Gott. Hab ihn selig. Ist nicht mehr. Doch ihr Kaffiol ist noch vorhanden. Möglich, Sie sehen ihn nicht, der Blick ist noch von Tränen getrübt. Doch der tragische Vorfall sollte uns nicht vergessen machen, dass da Schüsse Meuchlings aus feigem Hinterhalt gefeuert. Auf friedliche Gemüsewägen knallend Petroleum. Von ruchloser Hand vergossen, verderbt Gemüse, das gebraucht wird hier. Stehe ich und sitzen meine Leute und versprechen Schutz. Was ist die Antwort? Das! Und Dalfried ist noch Asche nicht. Ich kann den Vorfall nur beklagen und beteuern, der Mann, der fällt von ruchloser Hand, er war mein Freund. So ist's. Die Hand, die ihn gefällt, war die gleiche Hand, die nach der seinen griff, die ihre. Das ist wieder dies Gerede, dies üble Hetzen und Gerücht verbreiten, dass meine besten Vorsätze mit dem Nachbarn in Frieden auszukommen in der Wurzel vergiftet dies. Mich nicht verstehen wollen dies. Mangelnde Vertrauen, wo ich vertraue dies. Meine Werbung, boshafte Drohung nenne dies. Eine Hand ausschlagen, die ich ausstrecke. Will sie ausstrecken, um zu fällen? Nein, ich werde angespuckt, wo ich fanatisch werbe. Sie werben wie die Schlange um den Vogel. Na, hört ihr's? So wird mir begegnet. So hielt ja auch dieser Dalfried mein beherztes und warmes Freundschaftsangebot nur für Berechnung und meine Großmut nur für Schwäche. Leider! Auf meine freundlichen Worte erntete ich. Was? Ein kaltes Schweigen. Schweigen war die Antwort, wo ich auf freudiges Einverständnis hoffte. Und hier habe ich gehofft! Meine ständigen, fast schon erniedrigenden Bitten um Freundschaft oder auch nur um billiges Verständnis, ein Zeichen menschlicher Wärme zu entbinden. Ich hoffte da umsonst. Nur keine Verachtung schlug mir entgegen. Selbst dies Schweigeversprechen, das man mir mürrisch gab, weiß Gott nicht gern, bricht man beim ersten Anlass. Wo zum Beispiel ist jetzt dies inbrünstig versprochene Schweigen? Hinaus, Posaunt! In alle Richtungen werden jetzt wieder Gräuel märchen. Doch ich warne, treibt's nicht zu weit, vertrauend nur auf meine sprichwörtliche Geduld. Mir fehlen Worte. Ja, die fehlen immer, wenn das Herz nicht spricht. Ach, so nennen Sie das Herz, was Sie beredt macht. Ich spreche, wie ich fühle. Kann man fühlen, so wie Sie sprechen? Ja, ich glaub's. Ich glaub's. Ihr Morden kommt vom Herzen. Ihr Verbrechen ist tief gefühlt, wie anderer Menschen Wohltat. Sie glauben an Verrat, wie wir an Treue. Unwandelbar sind Sie für Wankelmut, durch keine edle Wallung zu bestechen. Beseelt für Lüge, ehrlich für Betrug, die tierische Tat entflammt sie, es begeistert sie, Blut zu sehen. Gewalt, sie atmen auf, vor jeder schmutzigen Handlung stehen sie gerührt von Tränen und vor jeder schlechten zutiefst bewegt von Rachsucht und von Hass. Frau Dalfried, es ist mein Prinzip, den Gegner ruhig anzuhören, selbst wo er mich schmäht. Ich weiß, in ihren Kreisen bringt man mir nicht eben Liebe entgegen. Meine Herkunft, ich bin ein einfacher Sohn der Bronx, wird gegen mich ins Feld geführt. Der Mann, sagt man, kann nicht einmal die richtige Gabel wählen zum Dessert. Wie soll er da bestehen? Im großen Geschäft vielleicht. Er greift wovon Tarif die Rede ist oder ähnlichen finanziellen Dingen, welche da verhandelt werden, fälschlich noch zum Messer. Nein, das geht nicht. Wir können den Mann nicht brauchen aus meinem rauen Ton, meiner männlichen Art, das Ding beim rechten Namen zu nennen, wird mir gleich der Strick gedreht.
umdreht, so habe ich dann das Vorurteil gegen mich und sehe mich so gestellt nur auf meine eventuellen nackten Verdienste, die ich mir erwerb. Frau Delfried, Sie sind im Kaffeegeschäft, ich auch. Das ist die Brücke zwischen mir und Ihnen. Die Brücke und der Abgrund zwischen uns, der überbrückt sein soll, ist nur ein blutiger Mord. Sehr bittere Erfahrung lehrt mich, nicht als Mensch zum Menschen hier zu sprechen, sondern als Mann von Einfluss zur Besitzerin eines Importgeschäftes. Und so frage ich, wie steht's im Kaffeeölgeschäft? Das Leben geht weiter, auch wenn uns ein Unglück zustößt. Der Welt zu sagen, welche Pest sie anfiel. Ich schwör's dem Toten, dass ich meine Stimme in Zukunft hassen will, wenn sie guten Morgen oder gebt mir Essen sagt und nicht nur eines, vertilgt den Ui. Wir stehen zwischen Gräbern. Mildere Gefühle werden da verfrüht. So red ich vom Geschäft, das keine Toten kennt. Oh, Delfried. Delfried, nun erst weiß ich, du bist nicht mehr. So ist es. Bedenken Sie, dass Delfried nicht mehr ist. Und damit fehlt in Cicero die Stimme, die sich gegen Untat, Terror und Gewalt erheben wird. Sie können den Verlust nicht tief genug bedauern. Schutzlos stehen Sie in einer kalten Welt, wo leider Gottes der Schwache stets geliefert ist. Der einzige und letzte Schutz, der Ihnen bleibt, bin ich. Mein Plan ist eisern Schutz für Cicero. Gott schütze uns vor dem Schützer. Also wie ist Ihre Antwort? Freundschaft? Nie. 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 Du Laus, der letzte Laus.
So verrätst du alle. Und alle duldens. Und so auch du, und wir gehen in. Verraten noch. Die grüne Hilfe, Ernesto Roma. Lauft nicht rein. Treulich. Ihr müsst es bezeugen. Mein Mann. Gut sichtbar allen selbst. Im Wagen dort ist die. Der Tag wird kommen, wo sich alle, die verschlugst, aufrichten, aufstehen, alle, noch niederschlafen wirst, und auf der Wagen. Und gegen dich antreten, eine Welt, blutend, doch hassvoll, dass du stehst und dich nach hier von ihrem Bierglas fliegen. So stand ich auch. Mein Gott, so helft doch. Und Bettel, niemand da. Aber ich weiß, wer es ist. Hören. Keiner es ist der Ulf. Sie ist doch Verräter, weiße Fürchterlicher! Schießt nur, was von mir liegt, ist kugelsicher. Trat ich ins Stadthaus ein, in meinen nackten Händen nichts als meinen unerschütterlichen Glauben. Sensationen im berüchtigten Spalterbrandprozess! Der Angeklagte trug unter dem Arm ein Maschinengewehr, Fabrikat Webster, und machte einen verdächtigen Eindruck. Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt! Den Alfred macht! Wenn die Fusion mit dem Carfiol-Trust je bedeuten wird, dass damit dieser ganze blutige Rattenkönig... Die Justiz im Koma! Euer Ehre, man will den Mund der Wahrheit, den mit Erdmann nicht zustopfen kann. Hier mit Papier zu... Vielleicht auch träumen. Ja. Gleich.
was wir dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn unser Sterblichkeit wie abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend des hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, der stolzen Misshandlung, verschmähte Liebe, Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die Unwert schweigendem Verdienste weist, wenn er sich in den Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadel bloß. Wer trüge Lasten und stöhnte und schwitzte unter Lebensmüh, nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tode den Willen irrt. Dass wir die Übel, die wir haben, nie mehr ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Gewissen feige aus uns allen. Ich habe mich ruiniert. Ich könnte heute am Broadway spielen, wenn es sich Shakespeare gäbe. Gerühmtesten Heroen unserer Gangsterwelt! Ja, die Pappen war's. Ja, Vater. Das Herz ist schwarz, das Haar ist weiß. Macht eine Diener, du verdorbener Greis. Sie sagen schon, aber da ist ihr schöne Blumenhändler, Chibola. Mit seinem für Tintisch gerühmten Maul verkauft er ihnen einen Ziegenbock als Gaul. Gesunde, positive Vorschläge, aber wie man das machen kann, was nun einmal gemacht werden muss, hören wir mit Freude an. Weg mit dir und unser Größten unserer Sehenswürdigkeiten! Der Gangster, aller Gangster, der berüchtigte Arturo! Ui! Mord, Schlechterei, Erpressung, Willkür, Raub, auf der Straße knattern, schieße Männer ihrem Gewerbe nachgehen, friedliche Bürger anstatt austrete, Zeugnis abzulegen, gemordet! Am helllichten Tag kurzes Erschnaus, wenn ich aber das einmal weiß, dass Menschen so sind und nicht sanfte Lämpchen, muss ich etwas tun, dass sie mir eben nicht den Laden zertrampeln und ich die Hände nicht jeden Augenblick, wenn es den Nachbarn passt, hochheben muss, sondern sie für meine Arbeit brauchen kann. Sagen wir zum Gurkenzählen oder was weiß ich? Bedingung der Himmelsüchtigsten! Ja, meine lieben Gemüsehändler, so einfach ist's nicht. Für alle unsere Sünden und Verbrechen, Gewalttaten, Dummheit, Not, Schwäche! Du bist ein Arbeitsmann. Das heißt, du arbeitest, wenn du mir streikst und nicht mehr arbeitest, bist du kein Arbeitsmann mehr, sondern ein gefährliches Subjekt. Und ich greif zu! Hilfe da nicht, Richard der Dritte! Nein, seit den Zeiten der Roten und Weißen Rose sah man nicht mehr so große, fulminante und blutige Schlechterei! Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Feiertes Publikum, angesichts davon, war es die Absicht, die Direktion weder Kosten zu scheuen noch Sondergebühren, um alles in Kunststil aufzuführen. Jedoch ist alles streng wirklichkeitsgetreu, denn was Sie heute Abend sahen, ist nicht neu, nicht erfunden und ausgedacht.
ist eben der Mensch. Der Mensch wird nie aus eigenem Antrieb seinen Browning weglegen. Etwa weil es schöner wäre. Oder weil gewisse schöne Redner im Stadthaus ihn dann loben würden. Solange ich nicht schieße, schießt der andere. Das ist logisch. Ich habe das große Glück und muss mit Vergnügen dir hier diesen schönen Preis zu übergeben. Ich werde vorlesen. Wo ist denn das? Aha, hier ist es schon. Berliner Festspiele, Theatertreffen 1996. Die Aufführung des Berliner Ensembles wurde von der Jury des Theatertreffens 1996 aus den Schauspielaufführungen deutschsprachiger Bühnen als besonders bemerkenswert ausgewählt. Und jetzt kommt die Begründung der Jury. Heiner Müller ist es in seiner letzten Inszenierung gelungen, Brechts Gangsterspektakel eine zeitbezogene Deutung zu geben. Was im Originaltext aus Warnung vor dem Faschismus gemeint war, wurde nun zum nüchternen Fazit des Zustands einer Welt, in der die Gewalt des Brownings regiert. Martin Wuttke als Arturo Uy verwirklicht diese Sicht durch einen schauspielerischen Bravourakt sondergleichen. Nachdem er anfangs den Bluthund auf der Spur der braven Karfiolhändler gespielt hatte, zeigt er nun mit verklemmten Haltungen den Möchtegern-Führer. Schließlich gewinnt er mit glühenden Augen und jähen Ausbrüchen eines Fanatismus, einen Fanatismus, der die unerklärliche Faszination Hitlers begreiflich macht.
lieber Martin. Alles Liebe. Alles. Oh, das sind wir auch immer so.